So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Wir haben in der letzten Folge die Aufgabe der Zucht des Testrales abgeschlossen und haben ein Zuchtgehege bei den Hippogreifen aufgebaut bzw. beschworen. Und ja, jetzt dürfen wir 30 Minuten warten und haben ja die Fupa in das Zuchtgehege gesteckt. Das klingt richtig gemein einfach. Ich muss kurz gucken, weil mein Hörer gerade ein bisschen wie ja, mich ärgern möchte, denn ich habe nämlich meinen PC umgestellt und habe das alles auf die andere Seite verfrachtet. Ja. Immer eine Freude. Kennen wir uns? Nein. Deswegen ist es ein bisschen ungewohnt. Mein Kopfhörerkabel jetzt an der anderen Seite lang geht und ich es aber noch nicht verinnerlicht habe und dann immer, ja, beziehungsweise mir das Kabel immer in die Quere kommt. So. Ja, mal nichts weiter. Jetzt werden wir mit der guten Nati noch reden. Und vielleicht stauben wir auch noch eine Aufgabe ab. Ich kaufe es zwar nicht, weil das ja einfach nur eine Sprechblase ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier noch irgendwas? Ne, das Rätsel haben wir ja schon gelöst gehabt. Das ist so frustrierend. Oh. Guck mich beide nicht so an. Ich hab nichts gemacht. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter... Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann deine Freundin dich ja zur Vernunft bringen. Naja. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Was habe ich denn für einen Blick schon wieder drauf? Wie bist du ein Animagus geworden? Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Stell dir mal vor, deine Animagusform ist irgendeine Kakerlake oder irgendein Käfer und dann wirst du einfach von jemandem erschlagen, weil er keine Käfer sehen kann. Wählst du deine Animagusform aus? Eigentlich ja nicht. Kannst du auswählen, welche Gestalt dein Animagus annimmt? Nein, die Animagusgestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Ja, aber Gazellen, die flüchten ja eigentlich. Die behalten ja nicht unbedingt ihre Nerven. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive.
Das ist unglaublich. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Das stimmt. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Vielleicht hat deine Mutter recht, deine Mutter darf uns nicht aufhalten. Wie gemein bin ich denn jetzt? Bin ich sehr gemein oder bin ich nur halb gemein? Aber ich bin ein bisschen manipulativ, weil ich will ja wissen, wie es weitergeht. Deswegen, deine Mutter darf uns nicht aufhalten. Wir machen Fortschritte. Wir können jetzt nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Keinen Augenblick. Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Renrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Wenn die wüsste. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Kein Problem. Ich hoffe, ich werde nie wieder Teil von dem. Rebellion. Aber wir können mal kurz hier hoch. Haben wir hier irgendwas? Nein. Scheinbar nicht, oder? Leider nicht gut. Wie können wir dir noch sprechen? Professor, erzählen Sie mir, wie Sie und Natty in Hogwarts gelandet sind? Sicher. Das ist leicht zu beantworten. Wir sind wegen Professor Weasley hier. Sie kannten sie, als sie noch in Uganda lebten? Ich hatte von ihr gehört. Wie Sie vielleicht wissen, führte Professor Weasleys Arbeit sie einst um den ganzen Globus. Ohne Details zu nennen, die ich nicht preisgeben darf, kann ich sagen, dass sie in unserer Zauberergemeinschaft bekannt war für... Nun, für den weltweiten Austausch magischen Wissens. Überrascht mich nicht. Professor Weasley scheint sehr kompetent zu sein. Deshalb überrascht es mich nicht, dass sie so etwas tut. Für wahr. Doch ich vermute, dass es über alle Professoren überraschende und beeindruckende Dinge zu erfahren gibt. Solchen Informationsaustausch, ob vom Ministerium genehmigt oder nicht, gibt es seit Jahrhunderten. Tatsächlich war es ein afrikanischer Hexer, der den Entriegelungszauber mit einem gewissen Zauberer aus London geteilt hat. Leider stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Dieb handelte. Verstehe. Aber... Zurück zu Ihrer Frage. Professor Weasley hatte von meiner Arbeit und meinem Leben im Matabeleland gehört und meiner Zeit als Lehrerin in Ouagadou. Damals war sie stellvertretende Schulleiterin in Hogwarts und als die Stelle für Wahrsagen frei wurde, kontaktierte sie mich. Der Zeitpunkt war perfekt. Ich hatte eine Veränderung in Natsais und meinem Leben vorausgesehen und wusste, wir müssen Uganda verlassen. Natsai war ebenso bereit wie ich für ein Abenteuer. Also gingen wir. Natty hat von ihrem Umzug erzählt. Sie war an meinem ersten Schultag in Zauberkunst sehr nett zu mir. So ist Natsai. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Ich muss zurück an die Arbeit. Wie ich Natsai schon sagte, seien Sie vorsichtig. Ich hatte dieses Jahr eine Vision von ihr mit einer Freundin. Auf geflügelten Tierwesen. Natürlich wird sie meine Visionen weder bestätigen, noch sie bestreiten. Es sei denn, es passt ihr. Tja, aber dann wären wir ja mit ihrer Befürchtung eigentlich schon durch. Oder? Oder eher nicht, aber nun gut. So. Da reden wir jetzt über Sebastian. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal den ganzen Weg entlang. So, wir sind hier weiter. Vielleicht stolpern wir noch über das ein oder andere Geheimnis. Obwohl wir halt schon sehr viel erkundet haben. Sind wir da hier?
Die ist auch schon gleich da. Krass. Ach stimmt, die Krypta war ja da unten. Revelio. Und ich... Oh. Oh! Warte mal. Wir müssen irgendwie hier raus, warte. Oder? Jemand hat mir ein Bild. Revelio. So, jetzt sind wir hier. Ach, Mensch. Wie komme ich denn da am besten jetzt hin? Aber das war das jetzt nicht, oder? Was ist denn hier? Das ist weg. Ach, das ist ein Mülleimer. Wie das stinken muss, ne? So. Revelio. Ach so. Nee. Können wir da runter? Moment. Und weiter? Ja, auch nicht. Können wir auch jemanden einsperren, einfach zumachen. Das war Herodoria und Herodonian. Na? Schade. Gut. Also müssen wir eigentlich von oben oder von unten halt kommen. Hallo Sebastian. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben. Ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Oh ja. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts. Es gibt keinen Grund, Ominous einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Jetzt müssen wir wieder warten. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Oh! Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Nein! Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben.
Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Oh oh. Oh oh. Tut mir leid, Ominous. Ich werde nicht aufgeben. Oh Gott, ich habe Angst. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Was ist mit Sebastians Eltern passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Okay. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Das Zauberbuch gibt Sebastian Hoffnung. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Okay. Ich würde mich freuen. Oh ja, auf jeden Fall. Ach, ich hasse es, zwischen zwei Kerlen zu stehen. Aber schön, da haben wir jetzt, ja, eigentlich mit Poppy den wenigsten Stress. Und eigentlich auch mit Nati. Aber die ganze Sache mit Ominous und Sebastian ist halt schon, naja, ich mag halt die beiden, ne? Aber Ominous hat recht, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, was wir aus diesem Zauberbuch erwarten können. Aber komme ich hier irgendwie hin? Ich will ja eigentlich nur diese eine... Tja, wurde von einem Kind reingelegt. Das wäre mir peinlich. Wir müssen eins runter. Alohomora. Ach so, oh. Aber nun gut. Warum? Warum? Jetzt können wir runter? Ha! Alohomora. Wir nehmen die ganzen Lehrer hier aus. Wir gleich die Meldung wieder bekommen. So. Es ist so sinnlos einfach nur. Ja, hä, wir haben einen. Hä? Das ist aber auch, ne? Wir haben jetzt alles. Genau. Können wir es eigentlich kurz nach Hogsmeade begeben, damit wir den ganzen Krempel losbekommen? Und dann haben wir. Ja, nur noch 8. Ne, 6 Truhen.
es wird richtig lustig werden, diese restlichen 6 Truhen zu finden. Das wird richtig lustig werden. Und natürlich haben wir noch die Handbuchseiten auf unserer Liste. Hallo! Hallo! Schön, Sie zu sehen! Ja, es freut mich auch, mich zu sehen. Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken. Nee, ich will eigentlich schon meinen Krempel loswerden. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder und werden die Aufgabe von Professor Weasley uns anschauen, damit wir den letzten offiziellen Fluch lernen können. So. Boah, 46.000 Goldmünzen. Ja, auf jeden Fall. Ich kaufe zwar nichts bei euch, sondern schmeiße euch mit meinem Krempel zu. Ist mir egal, ob ihr den dann weiterverkaufen könnt oder nicht. Aber ich habe mein Geld und da bin ich glücklich. Ja, also wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge uns um den Auftrag von Professor Weasley kümmern. Sammelt Jan Busseit zum unterirdischen Hafen, findet Jan Busseit im Buchverwandlung die Zwischenstufe in der Bibliothek. Das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Und wenn wir natürlich dann soweit sind, dann Professor Howens Aufgabe uns anschauen und dann kriegen wir Bombarda. Das heißt, wir haben noch 2 offizielle Zaubersprüche, die wir erlernen können. Und dann, ja, haben wir die Aufgaben soweit abgeschlossen und müssen noch eins, ja, 1, 2, 3 oder halt 1, 2, 3, 4, 5 weitere Aufgaben erledigen, um halt die zweite Prüfung, nee, dritte Prüfung zu beginnen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.